Willkommen zurück zu Let's Play Cold Fear. Wie es aussieht, sind wir weitergekommen. Und zwar mussten wir die ganze Zeit auch rüber in dieses Habitation Module. Verdammtes kleines Scheiß. Ja, und durch diese kleine Nebensache haben wir jetzt ziemlich auf die Fresse bekommen. Und es sieht auch nicht so aus, als ob wir allzu bald ein Medipack finden. Oh mein Gott. Ich glaube, wir auch eine Tür. Ups. Ach nee, das ist gar keine Tür. Okay. Ein Untergeschoss, das keinen Ausgang hat. Ganz vorsichtig. Ich stehe nicht auf noch mehr Zuelter-Schellen. Kann man nicht lesen, was da steht. Nein. The damn thing's stuck. Ah, great. Das hat jetzt wehgetan. Ich bitte dich. Ach ja, da fällt man ja immer wieder runter. Hallo. Zack, gehen wir mal hier hoch. Hier oben müsste das Scientific Dormitory sein. Das Scientific Dormitory, was wir die ganze Zeit schon suchen. Hallo? Security Crew Ship? War ich hier schon drin? Great! A door with no handle. Wirkt doch überhaupt nicht wie ein geplanter Jumpscare oder so. Ach, ups, wer wird denn da gleich gerüstet? Mal auf. Nice. Ich hasse die MP5, diese Waffe ist irgendwie total schwach. Ich nehme mal besser die AK-47. Warum legen sich Zombies eigentlich hin zum Schlafen? Und ausgerechnet für das Submachine Gun finden wir noch was. Shotgun Shells. Nice. Oh, was haben wir denn da für einen Knopf? It's unlocked. Das wäre jetzt gut zu wissen, was. Ja, great. Die Tür mit keinem Griff. Irgendwas habe ich gerade aufgeschlossen. Ich bin mir jetzt nur gerade nicht sicher, was. Ich bin mir auch so ziemlich sicher, dass es nicht sonderlich positiv sein kann. Sonst wäre es ja schon offen gewesen. Ah. I gotta find a way to get into the science personnel's dorm. Super. Wir haben auf jeden Fall schon mal die passende Tür. Das ist schon mal eine coole Sache. Jetzt brauche ich nur noch den Schlüssel. Schlüssel, wo versteckst du dich? Hm? Hier drin war. Ich würde sagen, hier drin waren wir nämlich schon. Ah! Da ist wieder so ein Ding zum Interagieren. Willst du mich verarschen? Ziehen.
Mach das aus. Beziehungsweise an. Aktivieren! Okay, hier drin können wir, glaube ich, irgendwie nichts machen. Was kann man denn da huschen? Must be a way to get from this room into the science personnel's dorm. Aha. Ich habe auch schon so eine Ahnung wie. Oh. Ammunition for the AK-47. Mein Mausrad spackt. Der liegt da halb unter seinem Bett. Das sieht ja sehr einladend aus. Hier schlafen die Wissenschaftler. Der Laptop. I found Kamsky's Laptop. Good work. Now attach your headset to the USB port and start uploading the data. I'm on it, Chief. Antidote file is incoming. Got it. What's next? Nothing. I'm pulling the plug. Don't try to be funny, Hansen. Hey, according to you, that file is all you really need. You listen good, Hansen. You get that uplink working right now. I want that data. You want the rest of this, come get it yourself. Hey, is that offer to blow up this place still open? Tom! Yes, yes, of course! Great. Tell me what I have to do. I found some of the explosive supply, but I don't have enough for both platforms. There's a supply room below the waterline where you can get more. Security? Of course. I'll call you with the code when I find it, and I'll mark the spots where you need to set the charges. I know everything there is to know about this place, including how to destroy it. Great. Aus welchem Grund ist unser jetzt irgendwie gerade so ein bisschen am Zicken und will das zerstören? Der will die restlichen Daten haben, ja und? Au. Wie zum... Nee, das hinterfrage ich jetzt gar nicht erst. Warum zum Teufel war der da drin? Na, kommt raus, kommt raus. Was? Ach, da drin war ein Submachine Gun Clip. Natürlich, immerhin das mal. Auf den Kopf. Bäm, auf den Kopf und dann noch mit den Füßen. Was? A letter von Kamsky to Anna? Do you want to save? Of course. Warum sollte ich das nicht wollen? It's unlocked. Das ist die Frage des Tages. Hansen, the code is 19012. You'll need to go in through the main lab elevator. Got it. Just be careful. You too. Okay. I have to get to the ammo warehouse to find the C4. C4, was haben wir denn hier? Factory. Ach ja, hier war ich auch schon drin. Ne, hier brauche ich nicht rein. Meine ich zu meinem Distance. Badam, 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 ah! Kleines Mistvieh, ich hasse diese Teile. Ich hasse in Spielen immer diese kleinen, flinken Gegner, die dann ankommen. Was haben wir denn da? Underwater Tunnel. Great, it's locked. Tja, da kommen wir offensichtlich nicht rein. Also Aufzug. Underwater Tunnel. Da sind sie schon wieder. Mit jedem Schuss ein klein wenig Grafikbug mehr. Labs Main Elevator.
Ach so. Das Warehouse. Mal hier. Am Warehouse. It's unlocked. Irgendwie war das jetzt leicht. Hier auch schon mal nachladen. Wer weiß, was uns hier alles sehr Hübsches erwartet. Wir sind für alles bereit. Flackert Licht. Okay. Wir sind für fast alles eigentlich bereit. Fast alles. So viel sprengbare Dinge. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Noch dieser komische Tümpel da in der Mitte. Was ist da? I'm fully loaded with this ammo. The damn thing's stuck. Okay. Dann müssen wir halt hier rein. Offensichtlich. Warning. The automatic defense system is active. Repeat. The automatic defense system is active. Die Teile, die Half-Life-Zombie-Sounds machen. Ja, den habe ich schon mit der Shotgun gegeben. Der schlägt ja nach Gegner vor. Oh mein Gott, es ist der unglaubliche Kirscharm-Hulk. Vor allem, warum sollte man seinen einzigsten Schwachpunkt direkt in der Hand haben? Ich finde, das ist ein ziemlich unpassender Punkt, um seinen Schwachpunkt zu haben. Natürlich hätte ich das unlocked, Leute. Also wirklich. Für wen haltet ihr mich? Für irgendeinen Typen von der Küstenwache, der einfach zu blöd für alles ist und große Schnauze hat? Oh, Moment. Immerhin hat er es gleich geschafft, sich zweimal infizieren zu lassen. Vielleicht sollte man nicht immer auf alles schießen. Ach so, die waren getan. It's unlocked. Clevere Säcke. Oh. Shit. Hinknien. Hinknien und nicht aufstehen. Nicht aufstehen. Hier ist kein verdammter Weg, dass ich das überlebe. Wenn ich jetzt nur ein so ein Ding zünde. Nur zur Sicherheit. C4. Got the C4 charges. Oh nein. Unsichtbares kleines Cutface. Oh shit, das war knapp. Komm hier. Zack. Like a special forces. C4. Ich muss sagen, dafür, dass das Spiel momentan auf normal ist, bin ich bis jetzt noch ziemlich gut durchgekommen. Do you want to save? Ja, gut. An dieser Stelle werden wir diesen Part auch direkt erstmal beenden, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ansonsten sehe ich euch im nächsten Part von Code 4. Einem kleinen Horrorspiel auf See. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ciao.